Weißt du, was wir jetzt machen? Wir hauen jetzt rein, wir zocken jetzt Terraria auf dem Rechner weiter. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Aber weißt du was? Komm, ach, wir gucken trotzdem mal rein, was ich so für Android-Spiele habe. Terraria auf dem Rechner und eventuell noch Minecraft bei Lane. Anders geht nicht. Anders geht nicht. Was haben wir jetzt noch? Aber wenn, also wenn das mit den Blue Sticks. Warte. Alle haben die Nase voll. Du hast die Nase voll, weil du hier nicht, weil du das nicht spielen kannst. Die Zuschauer haben natürlich die Nase voll, weil das, guck mal, wie das aussieht. Die Qualität ist total für den Hintern. Ich zeig mal mein Clash of Clans Dorf. Du kannst natürlich auch mal zeigen, wie gut du an den Clash Royale habe ich nicht drauf. Clash of Clans übrigens, ne? Eins der Top-Spiele, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Aber nicht für den Spieler. Clash Royale noch viel besser. Wie ich bei Terraria eine so lange Schnellauswahl habe, das liegt daran, dass ich da ein Tablet habe. Wo bekommt man solche guten Sachen her? Habe ich ja nur das Auge besiegt und zweimal Skeletron Prime. Die Sachen, das ist irgendwann, ich habe 280 Folgen, habe ich das gespielt. Irgendwann hatte ich einfach wirklich alles. Guck mal, ich habe einen Erfolg. Größer und besser. Zwei. Also irgendwie muss ich was verbessern. Schaut euch mal mein Clash of Clans Dorf an. Ist das nicht hässlich? Und guck mal da oben hier, die blöden Riesen. Ich muss mal einstellen. Irgendwas stimmt mit der Einstellung nicht. Das ruckelt noch zu sehr. Aber vielleicht kann man noch was tun, dass wenigstens flüssig läuft. Scharf gestellt ist es sowieso nicht. Aber man könnte es ja das Fenster zum Beispiel jetzt hier einfach kleiner machen. Das wäre ja überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich mache das jetzt nur so groß. Ne? Und mache das zum Beispiel meinetwegen mit hier rein. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier könnte ich zum Beispiel hinhauen, einfach meine Fensteraufnahme, könnte ich die nehmen. Oder mal, was ist das? Welche ist denn das eigentlich? Warte mal, Spiele, wie heißt denn das hier unten? The Highest Mirroring. Und das könnte ich natürlich von hier auch kopieren und könnte das hier oben einfügen. Bei hier. Und wenn ich es hier einfüge, einfügen, Duplikat, dann könnte ich natürlich auch einfach sagen, hier so klitzeklein, irgendwo hier packe ich es mit hin. Warum es natürlich ein schwarzer Rand hier so rechts ist, das ist mir ein Rätsel, das dürfte da eigentlich nicht sein. Ne? Aber dann sehen wir hier so ein bisschen, dann können wir jetzt einfach mal gucken, wie mein ruckeliges Dorf aussieht. Viel größer, oder ist das zu klein so? Wie wird das so funktionieren? Tera besiegt, Tala redet immer mit mir. Tala ist auch so, genau, Tala spielt auch immer mit uns zusammen Terraria. Also wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das so von der Größe her, guck mal, und jetzt ist natürlich mein Clash of, was ist denn das, verbessert, mein Goldlager muss ich verbessern. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ich überhaupt alles habe. Ich habe also Goldmine Level 7 zweimal und hier nochmal Goldmine Level 6 und auch hier ist Level 7. Das heißt, diese eine, die verbessere ich mal eben schnell noch. Dann haben wir hier oben. Mir fehlt doch was. Ach so, nee, halt, hier sind sie. Level 6, Level 7, Level 6, Level 6, Level 6. Also heißt das, die verbessern wir auch hier. Und ja, mehr geht eigentlich schon gar nicht. Und wenn ihr jetzt mal so euch mein Dorf hier anguckt, dann müsst ihr doch feststellen, dass ich vom Clash of Clans offensichtlich keinen Plan habe, weil das ist doch wirklich schlecht. Ich bin jetzt Rathaus auf Stufe 5. Bin übrigens in einer coolen. Guck mal hier, für alle, die von euch Clash of Clans spielen. Nervige Schwester, du, ich hab, pass mal auf, mein Sohn. Ich brauche ja nicht viel dazu sagen, ne? Mein Freund heißt Mika, schöner Name. So ein bisschen wie Maika. Mit Tomate, TV, der besiegt, okay. Du bist es. Und dann, ich habe eine nervige Schwester. Naja, also da braucht ihr, ihr wisst ja, ihr hört es ja hier, ihr hört ja alle mit. Auf jeden Fall hier, Apfelklub ist ein Clan, in den ich eingeladen wurde. Der hat gefragt, ob ich mal Bock hätte, hier den Clan mal, ich kann auch gerne mal erwähnen, guck mal hier, wir haben zu wenige Spieler und die wollen Clankrieg machen. Also habe ich gemeint, mach ja mal Video drüber. Naja, gut, jetzt sind wir mal live. Aber wie viele Leute gucken eigentlich gerade zu? Ich habe keinen Plan. Wie viele Leute gucken hier gerade live zu bei dem, ich weiß es nicht. Wo kann man das eigentlich sehen? Kann man es irgendwo sehen? Ich kann es gar nicht sehen. Also die Minecraft-Sachen, die Terraria-Sachen, wie gesagt, über 82 Folgen gezogen, das Spiel, da kommt das automatisch. Du hast dann so viel am Ende. Das ist ganz völlig vollkommen normal und nicht immer großartig utopisch.
Wie war denn das, wenn wir jetzt einfach mal hier so hingehen? So hier und das hier so ein bisschen. Ja, ihr seht, ich bin ja noch völlig am. Also völlig Noob bin ich noch, ne? Muss man dazu mal sagen, einfach. Wenn ich jetzt aber das ausmache, dann sieht man natürlich nur das Bild nachher. Und jetzt mal live kann natürlich jetzt. Das ist der Text, wo er eigentlich stehen würde. Gleich geht's los, ja? Noch 10 Minuten oder noch 3 oder so ähnlich. So. Auf jeden Fall könnt ihr hier bei Clash of Clans gerne in den Clan, aber ihr habt wahrscheinlich eher eine bessere Clans als den hier. Ansonsten, was habe ich noch hier, was ich euch gerne zeigen wollte? Pass mal auf. Okay. Was kann ich euch noch zeigen? Was ich gerne mal so Android-technisch vorstellen wollte. Oh, Mann. Ich habe noch dieses Spiel. Kennt denn jemand von euch Call of. Nö, Telefonanrufe bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Call of Mini. Machen wir es einfach noch ein kleines bisschen größer. Guck mal, was wir so machen. Ziehen wir es auf die Größe. Machen wir es so hier. Ich meine, der Subscriber-Number hier, das ist jetzt auch nicht ganz so wild. Wenn ich, sagen wir mal, einfach die letzten Subs noch ein bisschen höher ziehe. Nee, das muss nicht sein. Das könnte auch hier sitzen. Ja, können wir auch ein bisschen kleiner machen. Das ist ja bloß so for your information, damit ihr also quasi live dabei seid, wenn ihr selbst hier euch hinzufügt, ne? Das ist schon genial, oder? Ach, ganz schön schlecht eigentlich. So, hier, das ist ein 3D-Shooter, der jetzt natürlich relativ schlecht übersetzt wird an euch, weil es ein bisschen stark ruckelt. Da müssen wir mal gucken, was ich da tun kann. Hier kann man auf jeden Fall. Hallo Thaler. Hallo Thaler. Also, wir zocken gleich noch ein bisschen Runde Terraria am Rechner. Wir haben es jetzt also um 7. Ich habe auch die Facecam heute mal ausgemacht. Normalerweise würde ich es jetzt anhaben, aber. Einfach, ich wollte, das ist jetzt mal so ein bisschen mal mit euch zusammen testen, probieren, weil hier irgendwas offensichtlich nicht stimmt. Und ich denke mal, das hat auch zu tun mit meiner Netzwerkleitung hier. Nicht, aber nicht nur mit der, sondern, also das ist mit dem Handy übertragen, da hätte ich einfach wirklich gerne, ich brauche da eine Elgato, das muss ich mir mal kaufen, damit ich wirklich das Tablet an die Elgato und dann habe ich sofort und das Bild, was ich sehen will. Wir zocken trotzdem mal, auch wenn es ruckelt, zeige ich euch das mal. Eine Runde Call of Minions. Call of Mini. Und da werden wir einfach mal zocken und dann zeige ich euch das mal und vielleicht treffe ich euch ja mal irgendwann. Ich kann bisher nur 4 gegen 4 zocken. Ich weiß noch nicht, wie lange so eine Runde geht. Das ist schwer einzuschätzen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir verschwindet noch dazukommen. Dunkel wird es jedenfalls. Ich sende ja nur 720p und in Low Quality. Und du spielst Autorennen? Connection Error. Ist er top? Oh, er geht chronisch. Das kriegt. Search Room mache ich nicht. Bringt nichts. Ich kann nur hier stoppen. Das ist doch nicht wahr. Also mein Spiel Hatte COM mal. Wie, du hattest COM mal. Das ist doch relativ neu eigentlich. Oder ist es nicht relativ neu? Wie hast du die Schnellauswahl in Terraria so groß gemacht? Die Schnellauswahl? Du meinst die lange Leiste da oben? Ja, ach so. Das ist im Tablet-Modus, kommt das. Die lange Leiste kommt im Tablet-Modus, wird die so groß. Okay, hier geht also nicht. Connection Error. Ihr seht die Internetverbindung. Ich sitze ja, ich muss dazu sagen, ich sitze auf der Veranda. Ich sitze also draußen vor der Haustür. Mein WLAN-Netz ist drin. Ich habe zwar hier draußen eine LAN-Leitung, aber die ist nicht gut. Also, das ist offensichtlich alles der Grund dafür, dass es nicht richtig funktioniert. Das gehen wir trotzdem nochmal hier in die Einstellungen rein. Mal gucken, was wir da noch machen können. Einstellungen nochmal in dem Sendeprogramm. Hier geht, bei mir geht hier draußen auch nichts. Wir sitzen hier definitiv an der falschen Stelle. Das ist so. Geht es noch niedriger? Nee, das geht nicht. Audio Source hier habe ich eigentlich. Müsste das eigentlich gehen, dass er übertragen wird, aber das macht er nicht. Jemand hat mir geschrieben. Hello, Sleep, during Mirroring, das machen wir mal aus. Aber mehr geht hier nicht. Und wenn es ruckelt, dann ruckelt es an der schlechten Netz, liegt am letzten schnell am schlechten Netz. So, jetzt mache ich es auf jeden Fall mal aus. Stop Mirroring. Und dann müsste rein theoretisch gleich das Bild verschwinden. Und du siehst wieder mein schönes Hintergrundfoto. Also Mobile Legends ist das gleiche. Ich habe das Netz ist zu schlecht hier. Aber ich mache jetzt mal tatsächlich Terraria an. Hier wurde ich schon wieder Rex King. Können wir Anturnt spielen? Ja, pass mal auf. Anturnt, das muss ich dazu mal eins sagen, habe ich hier.
Aber ich habe Unturned noch nicht einmal gestartet, noch nie. Ich habe keinen Plan. Wollen wir uns mal ein neues Spiel anschauen? Was sagst du? Ja? Dann müssen wir mal gucken, ob ich das reinkriege in die. Ich habe nämlich auch, guck mal. Ach, könnt ihr nicht sehen. Ich habe auch ein Spiel bekommen. Da wurde ich gebeten, dass man. Also, ich habe einen kostenlosen Code bekommen. Da, wenn ich das mal vorzeige in einem meiner Videos. Und ich habe ein großes Problem. Es funktioniert nicht. Ich kann es nicht aufnehmen. Jetzt, ich habe auch Unturned noch nicht eingerichtet. Ich kann also jetzt mal probieren. Statt Terraria, ist auch wurscht. Wenn ich jetzt Unturned starte. Unturned wird gestartet. Kennt ihr alle schon Unturned? Angeturnt. Also ich weiß, ihr seid gerne also wenn man meine Videos guckt, ist man wahrscheinlich relativ angeturnt. Aber das heißt jetzt nichts über das Spiel. Auf jeden Fall startet es gerade mal. Dann mache ich jetzt mal die Hintergrundmusik aus, weil ich denke mal, dass da Musik dabei ist. Sollte das nicht so sein, dann starte ich die nachher wieder. Ihr müsst mal sagen, ich habe übrigens auch die Möglichkeit, die Tonqualität noch ein kleines bisschen abzuändern. Ich kann nämlich einen Equalizer reinhauen. Nee, was ist nee? Du musst mir deine Einladung schicken. Naja, nee, doch nicht. Nee. So, also auf jeden Fall jetzt ist Unturned, guck mal hier, Unturned. Juli zockt gerade Slither. Was ist? Ja, Terraria, Terraria. Slither, kennt jemand Slither? Fragt er. Kennt jemand Slither von euch? Slither.io. You can customize names und so weiter. Loading General Assets 60 von 60. Während das jetzt im Hintergrund lädt, kann ich ja mal das hier reinhauen. Pass mal auf. Spiele. Da seht ihr hier einen schwarzen Bildschirm. Plus, es müsste mal gucken, ob was kommt. Game-Aufnahme. Und jetzt mache ich hier einfach mal Unturned. Ich habe keine Ahnung, was Unturned ist. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich da reingeschaut. Bestimmtes Fenster erfassen. Fenster Unturned. Dann wollen wir mal schauen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob da auch wirklich was kommt. Also es ist hier so, dass mein Problem mit dem Rechner ist, ich habe zwei verschiedene Grafikkarten drin. Und das Problem ist, dass der Open Broadcaster oft auf einer anderen läuft als das Spiel. Und dann kriege ich das Spiel nicht aufgenommen. Terraria ist besser als Unturned. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das hier lädt wie die wilde, verrückte Sau. Und dass es ruckelt gerade. Aber es ist zu sehen, wa? Ich bin begeistert. Absolut begeistert. Es ist zu sehen. Es wäre rein natürlich noch die Kamera, die könnte ich noch einschalten. Aber wir haben hier Unturned. Und ganz klitzeklein können wir. Oh. Das war ich doch glatt aus Versehen auf die Kamera gestoßen. Schocks ist da. Warum ich zwei Grafikkarten habe? Ja, ich weiß es auch nicht. Der Rechner hat dummerweise. Der ist ein Laptop, ja? Schocks übrigens, hallo. Und Schocks haben wir ja nun. Wann haben wir den Schocks das letzte Mal gesehen? Das ist ja nun megamäßige 2 Jahre bestimmt her. Schocks ist wahrscheinlich auch immer noch Administrator hier. Auf jeden Fall können wir jetzt auch dieses kleine Symbolchen von da oben, diese 2263, das könnte natürlich, die 2236 könnte natürlich auch hier jetzt zu sehen sein, ne? Wäre ja nicht übel. Aber, also, da ja offensichtlich das Spiel hier stundenlang lädt, können wir das sowieso nicht spielen. Guck mal hier, wie lange soll denn das noch dauern? Wahrscheinlich stürzt das eh gleich ab. Hier geht doch gar nichts. Ja, also Schox ist eher am Twitch unterwegs und ist auch. Du bist auch, glaube ich, immer noch Moderator in meinem Chat. Weißt du was? Wir könnten wieder mal Joyce Chamber zocken. Das wäre mal eine Geschichte, oder? Jetzt mal nach 2 Jahren. Joyce Chamber, kennst du das noch? Das ist das bunte Spiel, wo die Zuschauer reinschreiben müssen, dass du jetzt eine Axt kriegst oder ein Schwert und dass du hüpfst oder nicht hüpfst. Das könnte man einfach immer wieder an. Mit dem Ball, genau, wo du am Anfang mit dem Ball so rumhüpfst. Das ist Choice Chamber. Das könnten wir ja auch mal wieder irgendwann echt uns reinziehen. Ich glaube mal, dass ich für Unturned hier, bin ich mir fast sicher, dass das gleich nichts wird. Das schafft der Laptop gar nicht. Ich habe das letztens installiert, nachdem irgendwer von euch gefragt hatte, Mensch, mach doch mal, hast du nicht Bock mit uns das zu zocken? Wer ist denn überhaupt hier bei Twitch am Start? 8 Aktionen bei Twitch, was ist denn jetzt schon wieder los da? Jetzt muss ich mal reinchecken. Neuer Schutzengel gesucht. Ach so. Quitchy Least. Ach, gerade eben wurde Quitchy Least veröffentlicht, ne? Um 19 Uhr. Und kleiner Froschteich.